Moin Leute, willkommen zurück hier zu einer neuen Folge mit unserem Osmanischen Reich. So, wir haben immer noch diverse Probleme. Ich hoffe, die lösen sich bald. Was ich noch gerne machen würde, wäre vielleicht, dass wir nochmal die Machtdinger reinmachen. Was kostet denn Haufen Kronenland? Würde ich insgesamt 30 Kronenland verlieren. Das ist Mist. Das ist sehr Mist. Weil ab 60 kriege ich die plus 10. Das ist ein Problem. Und der blöde Ding ist halt nicht gekommen, ne? Das ist halt auch so ein Problem. Das nervt. Jetzt müssen wir mal schauen, wie es weiter vorangeht. So, hier können wir schon mal Frieden machen. Siena übergeben. So, ist das hier schon mal weg. So, wieder ein Problem weniger. Gehen wir jetzt zur Hauptstadt. Da befreien wir mal die Dingens, Provinz. Haben wir noch einen General über? Den hier oben. Wenn er mal fertig ist, da. Ah, den können wir abziehen. Erstmal. Was machen wir mit durch? Achso, da wollte ich ja dort wegmachen. Kriegen wir nochmal 5 Absolutismus, genau. Was ja ganz gut ist, denke ich. So, Patak. Achso, wir haben keine Punkte mehr. Geh doch mal da hoch. So. Du gehst darüber. Es ist nervig hier mit den ganzen Rebellen. Dass die jetzt nicht auf die Reihe bekommen. Kein Geld oder woran liegt das? Nee, Geld haben sie genug. Hatte keine Rekrutenreserven mehr oder was? Tatsächlich. Die haben auch keine mehr. Ist falsch, Mexiko. Bleib mal zu Hause. Genauso Kanada. Obwohl, die bei denen ist nicht so schlimm, glaube ich. Ne? Aber ich mach's trotzdem mal, dass ihr zu Hause bleiben sollt. Das ist mir lieber. Okay. Gut. Mal hier gerade nach Dingens schauen. So, ein neuer Erbe. Ja, dann nehmen wir doch den 333, ne? Besser als nicht. Der Mehmet. Ich hoffe, direkt was Ordentliches. Schön. Packen wir hier einen General rein, damit die nicht so viel Schaden bekommen. Hier drüben sind wir noch dabei. Den haben wir erledigt. Müssen wir den noch erledigen. Dann können wir den mal rausnehmen. Haben wir noch irgendwo Rebellen? Nee, auch nicht. Sehr gut.
Okay. Stell ich mal hierher, falls da einer kommt. Ich kann nicht mal hier sowas angreifen, weil ich sonst zu viel Dingens bekomme hier. Überdehnung. Das ist nämlich auch schlecht. Wo sind hier denn meine Schiffe? Da müssten irgendwo eigentlich noch Schiffe rumstehen, oder nicht? Ach, da unten. Ach, da steht ja auch noch einer rum, siehst du? Gehen wir da hoch. Gehst mal dahin. Und du gehst mal dahin. Okay. Für die Mamelucken, damit wir die auch mal haben. Ah, hier fehlt noch einer. So. Das passt. Wie lange war das hier noch? April 17.4. Okay, ist fast soweit. Wie viele Truppen habt ihr? 30.000 nur? Okay. Das geht. Kaffeehäuser. Ruhe kann ich nicht gebrauchen, ehrlich gesagt. So gar nicht. So. Boah, ich könnte hier einmal rüberziehen. Du kannst noch mit hierher. So, machen wir das lieber zu Fuß, wegen Verschleiß und so. Kann ich jetzt nämlich sehr gerne drauf verzichten. Wie viel Verschleiß haben wir denn noch? 52.000 werden immer noch. Eieiei. Na gut. Das können wir denn nicht einfach alles hier unseren kleinen Starter geben. So wie zu weglaufen hier, ne? Jetzt gleich wieder zurücklaufen. Beziehungsweise. Bleib du mal hier. Was machen unsere ganzen Dingens? Nichts zu tun gehabt. Oh. Ja, wenn das so ist. Ich gehe doch mal hier zu den ganzen Nationen. So. Gibt's doch bestimmt noch ein bisschen was zu tun, ne? Was? Ich hätte gern weniger lokale Unruhe eigentlich, oder? Auch mehr Steuern ist halt auch gut. So. So, noch irgendwo Revolten? Nee, ne? Passt das mal. Okay. Wie schaut es denn hier eigentlich mit der AE aus? Habe ich gar nicht geschaut, siehst du? Ah, okay. Das sind eigentlich nur die Großen hier unten, ne? Am Rande.
Yay! Biasan? Könnte man angreifen? Und vernichten. Allerdings habe ich immer noch Überdehnung. Litauen angreifen. Auch eine Idee, ne? Das wäre auch eine Idee. Könnte man der Krim geben. Was habt ihr an Truppen? 16.000. Los, geht ja. Das muss ich mir mal überlegen. Schwierig. In meinen Augen. Sie müssten wir eigentlich rausnehmen. Das brauche ich eigentlich nicht mehr. Ich hätte gerne... Hätte ich ihn gern, nix. Eigentlich Regierungslimit, ne? Bräuchte ich noch ein bisschen. Ja, besser ist das. Eine Zusatzsteuer. Palembang hat 15 Freiheitsbestreben. Hab nichts gegen Zusatzsteuern. Wo bist denn du? Da. Ja, der hat kein Freiheitsbestreb, das passt. Gib mir dein Geld, Dankeschön. Kann ich gut gebrauchen. 40 und 54 ist so das nächste. Was? Ah, Waffenstillstände sind zu Ende. Sehr schön. Singu. Wo ist Singu? Ankara, Göle, okay. Ja, sie mit dem Schwert in der Hand grüßen, ja. Das klingt auch ganz gut. Bosnien-Nationalist in Travik. Da. Das werden wir jetzt mal erhöhen. Hä? Ist ja noch weiter gesungen. Ach so, wegen den Landrechten, ne? Ach, da verliere ich auch nochmal 5 Absolutismus. Ja, das ist ja doof. Pontianak, wo sind das? Hier. Ist noch jemand?
Asap. Die nicht. Äthiopische. Ja, warum nicht? So, einer geht noch. Bamut vielleicht noch. So, sollte reichen, ne? So. Na, Blick. Danke. So, also hier oben haben wir welche, okay. Bist du nach Ankara? Du gehst dahin. Du gehst dahin. Aber dann alle? Ich glaube schon. Sieht so aus. Okay. Und der wieder hier rüber. Du bist noch im Krieg, ne? Okay, da haben wir noch ein bisschen Luft. Ey, ey, ey. Leute. Gut was hier drüben. Ist ja schlimm mit euch. Kann nur immer so kaputt sein. Katastrophe für 10 Jahre, ja. Wieso schließen sie sich jetzt schon wieder eine Koalition an? Was soll denn das? Das ist nicht nett. Haben wir noch irgendwo einen General? Da ist einer. So, mal hoch mit dir. So, müssen wir nämlich ja gleich mal Kastilien den Krieg erklären. So. Ach, da ist eine Festung. Gar nicht gesehen. Okay. Was, hier unten sind auch welche? Oh, die Rebellen wieder. Ist ja nervig. Wir sahen den Mamelucken auch gleich einen Krieg erklären. Kommt halt Farce mit rein, ne? Der 33.000. Dann können sogar Nationalismus. Ist das billiger? Ja, ist sogar noch billiger. Das ist natürlich super. Im Grunde. Schauen hier. Da drüben, okay.
Litauen könnte jetzt auch jederzeit rein, ne? Genau, wenn ich jetzt noch schnell den Krieg erkläre. So, so das ja auch passen. Normalerweise. Ja, ja, geht noch in die Koalition. Werd schon sehen, was ihr davon habt. Das werdet ihr schon sehen. Wer ist denn das? Das neues Magische Reich? Okay. Und da, shit, da waren sie wieder in der Koalition drin. Mitch, Mitch, Mitch. Auf sie! Ey, ey, ey. Leute. Ist ja schlimm mit euch. Also Mexiko zerfällt bald, wenn es so weitergeht hier. Oh. Was ist denn für einer? Du stehst ja auch ganz einsam rum, ha? Können wir dich mal hier hochziehen? Das funktioniert wunderbar. Oh, das ging schnell. Das freut mich. Na, es war aber auch knapp hier. Ja, schon wieder die nächsten. Kahir, okay. Toledo haben wir gewonnen, sehr gut. Geh doch mal hier hinter. Kahir, das war. Stopp. Jetzt gleich wieder zurück. Du kommst gleich wieder zurück. Einmal um die Rebellen kümmern. Danke. Ist das Sistan? Moment, ich sehe nichts. Guerat Shampoo, Mameluke Transoxianien Guerat. Wollen alle nicht. Und hier mit Gurayat. Die wollen alle nicht. Alle kein Vertrauen. Was? Ich bin doch vertrauenswürdig. So ein Mist. Wie nimmst du verbündet? Die da, okay. Dann komm doch mal runter, dann erklären wir dir auch noch gleich den Krieg. Also die sind jetzt vorher in der Koalition drin. Das wäre schlecht.
Er ist noch ein bisschen beschäftigt. Innegau, kann man einmal durchlatschen, würde ich sagen. Hoffe ich, denke ich, glaube ich, müsste. Zwischen Start. So, jetzt müssen wir mal kurz schauen, wer wieder alles in der Koalition drin umhängt. Okay. So, Preußen wollte ich immer noch, ne? Dinge machen. Dinge verbessern. Die wollte ich immer noch diplomatisch vassalisieren. Okay. So, wie schaut es denn hier aus? Also das ist Söldner? Ja. Da haben sie sich Söldner geholt. Na gut. Würde ich da mal abfangen, das wäre super. So. Danke. Ah, schade. So. Okay. Geht das auch schon wieder in der Koalition? Ah. Shit. Dann würde ich sagen, obwohl, das können wir auch dann gleich machen. Oh, ihr habt verloren. Ihr seid nicht schlecht. Geh mal darüber. Gehst du dahin? Ja, du bist da. Okay. Da dauert es noch ein bisschen. Okay. Blüten hohen, ne? Oha. Kommen wir da hin? Über Umwege. Okay. Pause. Gut, die Liga von Kahir. Das sind 31.000. Haben wir noch einen freien? Jo. Ich könnte mal 5 Absolutismus ausgeben, ne? Im Grunde. Ne? Was sind meine Rebellen? Da. Atapulische, ne? Lanestorm. Können wir machen. Würde ich mir gern die Truppen sparen. Ach, geht nicht? Nö, okay. Dort ist komisch. Warum das nicht geht? Sardinische. Auch nicht, hä? Ging das alles nicht? Kann nicht verringert werden, wenn man sich im Krieg befindet, okay. Hä? Wieso kann ich das nicht erhöhen? Wer das stört? Glaube ich nicht.
Also machen wir mal anders. Machen wir es mal so. Mit dem besseren Überblick. Was haben wir denn hier? So, da tun wir gerade konvertieren, das ist okay. Mal 7, mal 9, mal 5. Okay. Reicht das? Oh ja, das war schon zu viel eigentlich. So ein bisschen. Ach gut, General habe ich drin. Da war ich mir gerade nicht so sicher. Oh, die Kosten für die Schiffe. Das bringt mir jetzt noch nichts. Leider. Ah, sehr schön. Das sind wir durch. Geht doch. Gut, müssen wir langsam wieder zum Schluss kommen hier. Ich würde gerne mal noch einen Verbündeten holen oder so, das wär's. Das wäre durchaus hilfreich, ne, eigentlich. Brunei kann man nicht angreifen, Sunda könnte man angreifen. Gucken wir darüber. Balambang macht nichts, oder was macht ihr? Würde rumstehen? Oder was ist los? Mal so. So, dann haben wir hier ordentlich besetzt, das ist gut. Gehst du mal mit da hoch? Da müssen wir das bloß noch alles rübergehen dann, ne? Bis nach Lugo. Die haben mich doch bestimmt abgefangen irgendwie, oder? Schauen wir mal. Gut, da sind wir da. Okay, passt. Den haben wir auch. Den haben wir. Ja, sieht doch ganz gut aus. Okay, dann würde ich erstmal wieder sagen, Schluss für heute. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ciao, ciao.